Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Global Space Program. In der letzten Folge haben wir versucht, ein Space Shuttle in Mini-Format zu starten. Hat nicht geklappt, wir sind kurz danach abgestürzt und die Landung ist dezent schief gelaufen, weil wir explodiert sind. Ja, was soll man dazu sagen? Mir tut der Körper leid, ich weiß auch nicht mehr, welcher es war. Weil ich habe nie drauf geachtet. Also wirklich wahrscheinlich irgendein wichtiger. So wie ich mich kenne. Ich hau immer nur die wichtigen kaputt. Wir tun mal die zur Seite und tun neue Booster her. Ich würde diesmal die ganz großen nehmen, die wir haben. Ansonsten wäre meine einzige andere Idee noch, dass wir die Dinge nehmen, die... Ah, sagt schon. Das ist gut. Jetzt fällt mir gerade nicht der Name ein, ne? Ich bin gerade echt blöd. Dass wir sozusagen Liquid Fueled machen. Die wir dann selber steuern können. So. Wie lange hält das? Wie viel... Das ist halt der Horror. Die haben zu wenig Power insgesamt. Das ist der schlimmste Part eigentlich dran. Denkst du, ich krieg da viel? Dann bin ich bei 45% schon mal. Was ist, wenn wir anstatt dem hier... So, was hier unten dran bauen. Das wieder hochscannen. So. Die auch hochscannen. Habe ich die nicht klein gemacht? Nee, habe ich nicht. Warte, ich tue die alten mal weg. Und tue da neue hin. So, okay. Ja, dann schaut das aber alles ganz gut aus eigentlich. Es könnte interessant werden. Dann wird das decoupled, dann das. Ja. Das könnte diesmal funktionieren. Schauen wir mal, Thrust. Perfekt. Speichern, starten. Ah, es funktioniert diesmal sicher. Wir kommen in den Weltraum. Alter. Aber wir haben auch so fette Booster für so ein kleines winzig Flugzeug. Dann können wir nicht mehr lange oben bleiben, weil wir fast keine Nahrung haben. Aber auf das können wir rein theoretisch auf unsere zukünftigen Systeme aufbauen. Kann man natürlich auch so sehen, ne? Je besser das jetzt funktioniert, desto besser für uns später. Ich glaube echt, dass der Collision FX viel FPS raubt, weil beim Landen ist es teilweise Horror. Und es tut ja so schnell irgendwas berechnen, dass ich mir vorstellen kann, dass es sehr, sehr oft was falsch macht. Das könnte ich mir irgendwie vorstellen. Alter! Okay, jetzt brauchen wir irgendeine coole Ansage, weil das wird episch. Curbalized Alt Atlas Fall Delta 2. Machen wir Delta 2. Unable of flight. Flight. ATC-3, main power disable on. On. 100% lux. Hydraulics are go. No delta. Go snap. T-minus 15 seconds. Green board. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Engine start. Holy shit. Da geht unser kleines Space Shuttle dahin. Es ist nicht wirklich ein Space Shuttle, weil der Mitteltank hat eigene Triebwerke. Aber dadurch haben wir halt danach ordentlich extra Schub. Da sind wir auch gut da dran.
Alter, das Ding übertreibt völlig. Was ist das denn? Also jetzt übertreibt's. Was jetzt passiert? Okay, wir orientieren uns jetzt an dieser Linie hier. Wir schaffen es echt in den Weltraum, ne? Wir sind gleich im Weltraum. Wie lange haben wir Ernährung? Genug, what? What's the actual fuck? Schauen wir, wie gut das jetzt funktioniert. Also eigentlich hätten wir 2,5-fache Schubkraft. Ich merke davon nicht wirklich was. Komm schon. Langsam wird es echt schwer, das Teil unter Kontrolle zu halten. Ich musste mal kurz aus dem Weg, ansonsten habe ich ein Problem. Ausrichten und Volldampf. Das Ding hat so viel Dampf auf den Schultern. Das ist der Wahnsinn. Wir sind im Weltraum. Geil. Unser erstes Space Shuttle. Wie geil ist das denn? Licht an. Und wir hatten genug Schub, um bis zum Mann zu kommen. In dem kleinen Ding. Wenn das besser ausbalanciert ist und vielleicht noch ein paar größere Tanks hätte. Oder halt anstatt den... einfach gemixte Tanks hätte. Stellt euch das mal vor, wie geil das wäre. Okay, wir wollen nachher aber wieder relativ beim Kerbal Space Program landen. Das Manöver hier.
Wir müssen schauen, dass wir so tief wie möglich. Auch so nah wie möglich kommen. So, okay, bedeutet. Und den Manöverpunkt legen. Dann würden wir right on top gehen. Wir haben genug Schub, um das nachzustellen. Perfekt. Okay. Dann auf die Rückseite. Und rechtzeitig Schub dann geben. Das könnte interessant werden. Durchquert die Körperstrahlung extremer Strahlung ausgesetzt. What? Als ob. Komm schon. Jetzt noch eine perfekte Landung wäre natürlich Oberhammer. Alter, was ist das denn? Ich weiß bloß nicht, in welche Richtung ich jetzt dann schieße. Nach oben oder nach unten? Das kann ich von hier auch schlecht sagen. Wir werden es an der Karte jetzt dann gleich sehen. So, okay. Das hat schon gepasst. Jetzt sind nur noch ausbremsen, das Ding. Geil. Geilo. Und jetzt hat wieder Prograde drehen. Antriebe wechseln. Oder wir machen umdrehen. Hier Space Shuttle. Sind auf Rückflug. Wiederhole, sind auf Rückflug. Das ist unser erstes erfolgreiches Space Shuttle, ne? Das muss man sich vorstellen. Einfach aus Jux und Trollerei. Eigentlich wollte ich eine SSDO bauen, aber jetzt wurde es halt ein Space Shuttle. Was ist da vor... Was ist da an mir vorbeigeflogen? Oh fuck, das sind viele Trümmer. Alter, schau dich das an. Holy shit, wie viele Trümmer sind. 70 Trümmer. Wir müssen mal ein Aufräumsystem bauen. Okay. Jetzt kommt dann eh der spannendste Teil, der Eintritt in die Atmosphäre mit 2000 Metern pro Sekunde. Entweder Femens Kerman überlebt das oder nicht. Es wäre gut, wenn es überleben würde. Wir brauchen ihn noch. Wir deaktivieren schon mal zwei Triebwerke. Dass wir nur noch Notfallschub haben. Alter, das ist wieder so ein Grafikglitch hier. Ich habe gedacht, vielleicht noch die leichte Biegung, obwohl die Biegung ist nicht stark genug. Ich glaube, ich müsste die Frontflügel auch leicht biegen, damit das besser funktioniert. Mit dem gerade halten beim Landeflug. Dadurch haben wir nicht so viel zu kämpfen mit der Drehung und allem. Wäre natürlich mega geil. Okay, ich sehe da vorne, glaube ich, schon das Land. Wir sind erst hier? Uff. Alter, wir haben noch voll den weiten Weg.
Wir traveln zwar bei 2000 Metern pro Sekunde, aber das könnte sich bald ändern. Und zwar jetzt. Aktuell nehmen wir noch an Geschwindigkeit zu. Halte das Flugzeug stable, bitte, halte das Flugzeug stable. Fuck. Wenn es nicht funktioniert, müssen wir eine Wasserlandung hinsetzen. Bremsen. Nope, nope, nope. Dafür habe ich die angelassen, um so was zum Beispiel zu machen. Komm schon. Du packst das kleine Space Shuttle. Du packst das. Ich bin gerade echt voll aufgeregt. Allein schon mal dieses vordere Rad gerade diese Temperatur nicht aushält, oder ist das die Kabine? Bin mir da immer noch nicht so ganz sicher, was das jetzt genau ist. Mehr Angle of Attack kann ich jetzt auch nicht geben. Ansonsten haben wir echt Hitzeprobleme. Komm schon, du kleines Ding, du schaffst das. Du packst das. Komm schon. Komm, du kleines Ding. Kühlen wir ab? Wir kühlen ab? Weil wir an Höhe wieder zunehmen. Warte mal. Weil ich die ganze Zeit geburnt habe, kann das... Oh, fuck. Okay, jetzt wird drastische Messers aufgenommen. Da unten ist unser Ziel. Bloß wir sind so hoch, dass das Teil absolut nichts ausrichten kann. Kacke. Oh fuck.
Ich will da unten hin. Schon, du blödes Ding, dreh dich um. So schnell ging das da durch, oder was? Okay, über die Berge zurück zum Kerbal Space Center. Fuck, nicht schon wieder. Warum tut es das? Wieso tut es das? Alter, tut es nicht, tut es nicht, tut es nicht, tut es nicht. Oh, ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es. Ich hasse es. Komm schon. Ich kann drücken und tun, was ich will. Es passiert genau das Gegenteil irgendwie. Ich kann nichts machen, irgendwie noch. Es zieht hoch. Ich sage mir jetzt einfach, er soll sich genau nach da ausrichten. Aber das schafft er jetzt auch. Er schafft's auch nicht. Gib dir das. Er schafft's nicht. Er schafft's. Schafft das? Schaffen wir jetzt rechtzeitig das Schiff Flugzeug hochzuziehen. Jetzt ist nicht auch zu spät für den Fallschirm. Oh mein Gott. Wir nehmen den, dass ich überhaupt keine FPS mehr habe. Was ist mein FPS gerade los? Merkt ihr das? Meine FPS gehen gerade voll auf. What the fuck ist jetzt passiert? Irgendein Fehler in der Matrix muss sein. Vor allem meine MS auf einmal unkontrolliert sinken. Die FPS sind unertragbar gerade, ne?
Ey, was ist das? Spiel, es sind ein paar Bäumchen. Herrgott's Zeiten. Er tut so, als ob er gerade die Welt laden müsste, ey. Okay, weißt du. Fallschirm entfalten. Ich habe immer noch trotzdem 8 FPS. Ich weiß nicht, was da abgeht. Aber das hätten wir jetzt nicht mehr retten können. Ich weiß nicht, wieso. Aber what the fuck war das denn? Die FPS sind schlimmer wie je zuvor. Und da hätte ich Tiefflüge über Köln machen können, das war nicht so schlimm. Ich bin mal gespannt, ob jetzt dann die FPS besser werden oder ob einfach irgendwas hier gerade voll die Scheiße baut. Du kannst deinen Helm abnehmen. Kann ich jetzt nie. Ich würde gerne jetzt aus seiner Sicht spielen. Das funktioniert aber leider nicht. Da oben ist der Mond. Hui. Das heißt, wir suchen jetzt mal, versuchen so schnell wie möglich runterzukommen. 500 Meter. Komm schon. Es war immerhin ein Space Shuttle Flug. Aber wir mussten leider den Fallschirm einsetzen. Aber die FPS sind auch gerade unertragbar. So ganz ehrlich, das fühlen sich die FPS bei 2 FPS nicht mal so schlimm auf der ISS an. Also auf unserer Manstation, wie hier gerade. Ich sehe wirklich gefühlt jedes Bild sich gerade vor mir generieren. Das ist ja Horror. Komm schon. Alter, wir sind die Bäume groß, what the fuck. Was leckt das denn so? Komm schon langsamer. Uff, trotzdem fallen wir hin auf die Schnauze und wir haben nicht mal mehr einen Helm auf. Ach Gott. Alter, schaut euch das an, seht ihr das? Klack, 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 klack. Raumfahrzeug bergen, also Körbe bergen. Was zum Fick ist da passiert? Ich hätte ja so gerne gesagt, hey, es hat alles toll funktioniert, wir sind gelandet, aber nö. Wir müssen beim Eintritt ein bisschen bearbeiten und wir müssen bearbeiten, wie das ganze Ding arbeitet. Weil es funktioniert nicht so, wie ich es mir erhofft hätte. Und vor allem die FPS muss ich unbedingt verbessern. Das ist ja Horror. Ich habe eine 390 drin. Eine 380 drin. 390 wäre geil. Eine 380 drin, hallo? Worüber will sich das Spiel aufregen? Ein Ryzen 7 der vollen Bummer-Klasse und ein 380. Hallo? Und genug RAM für das ganze Game. So. Oh, das habe ich mir erwünscht. So flüssig. Hui. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Es war eine sehr, sehr spannende Folge. Wir müssen noch ein bisschen am Konzept arbeiten. Aber ja, und wenn ich mich nicht irre, ist das die 100. Folge. Oder ist es die 99. Folge? Nee, das ist jetzt die... Das ist jetzt die... 98. Folge. Weil der nächste ist die 99. und dann ist die 100. Also Leute, lasst euch auf jeden Fall die 100. nicht verpassen. Die wird mega, 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 mega nice. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.
everything changes.